So, da bin ich mal wieder zurück mit einem kleinen Infovideo, denn es geht um das schöne, wunderbare neue Schild, was wir haben, wo wir ja insgesamt 50 Schild mehr bekommen, weil wir ja zurzeit nicht bauen können, was sich ja in Zukunft wieder ändern soll, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, ja, man könnte das Bauen auch rauslassen. Zumindest, dass es zwei Modis gibt, einmal mitbauen, einmal ohne. Ich glaube, das würden einige direkt unterschreiben. Aber darum soll es ja nicht gehen, es soll ja um das Schild gehen. Also, wegen dem Schild. Man kann maximal nur 50 Schild haben. Punkt. Mehr geht nicht. Ich habe in meinen Kommentaren auch gelesen, ja, wieso denn keine 100? Und der eine hatte auch 100. Nee, das Problem ist, wenn ihr einen 30er Hit macht, habt ihr dem ja 30 Schild weggeholt, das Schild erholt sich aber verdammt schnell, macht ihr nochmal einen 30er Hit, hat er immer noch 20, wenn es sich komplett erholt hat. Und dann, wenn ihr noch einen Hit macht, habt ihr nochmal 30, also danach nochmal 60 gemacht und dann ist das Schild erst gebrochen. Wenn ihr aber dann zum Gegner hingeht, kann es passieren, wenn sich denn sein Schild wieder erholt, dass er noch mehr Schild hat. Also das mit den 100 Schild ist halt einfach nur ein Mythos. Ich habe es auch immer wieder in irgendwelchen Kommentaren gelesen, wie gesagt. Aber man hat nur 50 Schild, nur wenn man pusht, muss man halt richtig pushen. Ist natürlich auch mit Risiko verbunden, aber nur so geht's sonst. Weil es ist auch, glaube ich, sonst zu unfair. Was heißt unfair? Aber du kannst dich halt nicht wirklich verteidigen, weil wir halt so viel offene Welt haben in Fortnite. Es ist nicht immer ein Busch da, da kannst du auch noch getroffen werden. Oder ein Baum, wo du dich dahinter stellen kannst. Das geht hier noch einigermaßen und kannst dann taktisch sehen, dass du wieder mehr Schild bekommst. Also lasst euch keinen Blödsinn erzählen. Man kann maximal nur 50 Schild bekommen. Mehr ist nicht möglich. Also in dem Sinne, ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich jetzt damit weiterhelfen. Und in dem Sinne, haut rein.